Vor wenigen Wochen hat eine zapatistische Delegation ihre Weltreise hier in Europa begonnen. Diese mehrheitlich indigene Bewegung aus dem Süden Mexikos hat 1994, nach 500 Jahren kolonialer Unterdrückung, ja basta, es reicht, gesagt. Kein weiter so für Ausbeutung, Unterdrückung und ökologische Zerstörung. Die Zapatistas haben sich ihre Selbstbestimmung erkämpft und eigene Gesellschaftsstrukturen aufgebaut. Auf ihrer Reise für das Leben geht es nun darum, Netze der Rebellion von links und unten zu spinnen, für eine andere Welt, in der viele Welten Platz haben. Dabei besuchte die Delegation auch die Finanzmetropole Frankfurt. Eine Stadt, die geprägt ist von den Wolkenkratzern transnationaler Finanzkonzerne wie der Deutschen Bank und BlackRock, sowie einer der mächtigsten Zentralbanken der Welt. Sie sind Knotenpunkte der Macht und des fossilen Kapitalismus. Ein paar Kilometer weiter, im beschaulichen Eschborn, sitzen das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, wo deutsche Waffenexporte in alle Welt genehmigt werden, und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, deren neokoloniales Geschäftsmodell die sogenannte Entwicklungszusammenarbeit ist. Wir werden diese Orte gemeinsam besuchen und in das Licht der Öffentlichkeit zerren. Dabei soll es aber nicht bleiben. Wir sehen die Reise der Zapatistas als Startpunkt für gemeinsame Kämpfe einer internationalen der Hoffnung. Für das Leben und gegen den Kapitalismus. Wir werden uns am 16. Oktober die Straße nehmen und klarmachen, dass eine solidarische Welt für alle kein Hirngespinst ist, sondern im Hier und Jetzt durch uns Realität werden kann.